Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute diskutieren wir eine spannende Frage: Inwieweit können authentische Beziehungen uns vor seelischen Krisen oder gar seelischen Erkrankungen schützen? Dazu habe ich eine herausragende Professorin. Bleiben Sie dran. Ja, liebes Publikum, nun darf ich Ihnen Frau Professor Rosemarie Bawinski vorstellen. Sie ist Leiterin der Psychotraumatologie in Winterthur, war bis vor kurzem Privatdozentin an der Universität Köln, ist Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Trauma. Und es ist mir eine große Freude und Ehre, heute mit Ihnen zu diskutieren. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Genau, wir haben ja ein sehr interessantes Thema heute, authentische Beziehungen. Und so die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wir haben ja, wie Sie das erleben, weil in den letzten Jahren haben sich ja die sozialen Medien so verändert, die jungen Menschen, nicht nur die Jungen, aber die Jungen vor allem, verbringen so viel Zeit und da ist ja eine ganz große Diskrepanz zwischen dem wirklichen Leben und dem, was man da gespiegelt bekommt von der perfekten Welt, von diesen vielen Influencern. Und ich erlebe auch ganz viele junge Menschen, die wirklich davon beeinträchtigt sind, die in ihrem Selbstwertgefühl, in ihrer Körperwahrnehmung. Und ich wollte fragen, wie Sie das erleben. Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich habe gerade gedacht, vielleicht müsste man gerade am Anfang wie so ein bisschen versuchen, eine Einteilung zu machen. Also was du ansprichst, ist ja eben Idealvorstellungen, wie eine tolle Frau oder ein super Mann sein könnte. Also bestimmte Ideale oder auch Normvorstellungen, was denn geht und was denn überhaupt nicht geht. Davon würde ich aber gerne auch noch sogenannte unbewusste Rollenübernahmen unterscheiden. Vielleicht sehr spannend, ja. So von dieser Einteilung ausgehen. Was natürlich wirklich extrem beengend ist, sind diese Normen oder eben auch diese Ideale, wie du angesprochen hast mit dem Influencer, so gut, dann kommt man an und ich muss so sein, dann mag man mich und dann werde ich begehrt. Und wenn ich anders bin, wenn ich mich bin, dann kümmert sich niemand darum. Und das sind natürlich dann schlimme Vorstellungen, wo denn eben, wenn man denn wirklich versucht, so zu sein, wo man sich immer mehr verliert und eigentlich immer unsicherer wird, anstatt sicher. Das, denke ich, sind die Gefahren, wenn man versucht, nur bestimmte Normen oder Ideale zu leben. Neben dem, denke ich, ist gerade im Umgang mit allen Menschen, also nicht nur mit Jugendlichen oder in irgendeiner Form Randgruppe, der Umgang mit den sogenannten Übertragungen oder Gegenübertragung. Das ist jetzt ein psychoanalytischer Begriff, ich sage gerne was dazu. Übertragung meint, dass wir unsere Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, wirklich von den ersten Lebenstagen bis heute, dass man diese Erwartungen auf andere den überstülpt oder auf die projiziert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mutter hatte, die sehr streng und autoritär war, ne? Und zum Beispiel so ein Jugendlicher jetzt mit dir in Kontakt kommt auf dem Hof mit den Rössern, dann wird der Jugendliche vielleicht das Gefühl haben, ja, die guckt so streng. Ne? Und dann ist die Tendenz da, dass wir unbewusst tatsächlich dann plötzlich selber streng gucken, obwohl wir gar nicht so eine strenge Person sind. Ja. Also wir übernehmen unbewusst genau diese Erwartungen, die uns übergestülpt werden. Okay. Und das ist eben dann schwierig, weil dann wiederholen sich natürlich alte, unbewältigte Erfahrungen immer wieder in der Aktualität. Aha, okay. Also ist das auch ein Grund, weshalb die Jugendlichen so darauf ansprechen? Weil wenn man ja gar keine Resonanz dazu hätte, könnte man einfach denken, ja, die sind jetzt perfekt und toll und ich bin so. Hat das mit dieser Gegenübertragung zu tun, dass die Leute dafür so empfänglich sind? Also empfänglich, ich glaube, das ist ein Mechanismus, der ist überall. Das ist, also wir funktionieren
alle so, ja. Zum Beispiel jetzt meinetwegen, ich komme in den Raum, da kommt eine Frau mir entgegen und die sieht aus wie meine ältere Schwester. Mhm. Und dann denke ich, ach, so eine nette Person. Ich habe vielleicht keinen Wort, mit der geredet hat. Also es gibt auch die positiven Übertragungsneigungen. Ja. Übertragen, was ich den anderen stimme. Und wenn jetzt diese Frau auf mein Beziehungsangebot reagieren würde, dann wäre die dann tatsächlich netter, als sie vielleicht in der Regel ist. Also dann, das weiß man denn nicht so genau. Ja. Also dieses Wiederholen, das ist etwas, wo universal ist und wo man aber jetzt gerade im Kontakt zum Beispiel mit Menschen, die irgendwie in irgendeiner Form psychische Probleme haben, sehr dazu neigt, dass man tatsächlich schädigende alte Muster auch wieder genauso reagiert, wie diese Menschen das eigentlich gewohnt sind und damit die Menschen kränker macht. Okay, also weil dann keine neuen Erfahrungen gemacht werden. Ne? Und hast du das auch festgestellt jetzt in deiner täglichen Praxis, dass sich das verändert hat, dass sich vielleicht andere Krankheitsbilder zeigen oder gehäuft zeigen durch diesen starken Einfluss, konntest du da etwas wahrnehmen? Nein, ich glaube, das ist ein Phänomen, das gibt es schon immer. Okay, also von das ist nichts Neues. Das hat der Freud vor 100 Jahren schon sich damit beschäftigt. Das nicht, aber da denke ich, ist das, was du vorher angesprochen hast, das mit den Normen und Idealen, das erlebe ich als ein extremer Druck. Ja. Also gerade auch bei Jugendlichen, die irgendwie, also so und so muss man sein, sonst ist man nicht cool oder in. Ja. Also vielleicht wirklich durch die sozialen Medien noch mehr geprägt. Mhm. Also das habe ich das Gefühl, das ist ein Stück weit wirklich stärker geworden. Ja. Also das nehme ich auch in meinem Umfeld wahr, dass einfach diese Normierung die Menschen, also gerade die jungen Menschen, hindert daran, so sich frei und in Freude zu bewegen, weil das ist uncool und das sollte so sein. Oder ja, auch schon Menschen jetzt, die mit denen nichts zu tun haben, schon junge Frauen sich anfangen zu optimieren oder zu überhaupt darüber nachzudenken, sich zu operieren. Und das habe ich jetzt persönlich vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so wahrgenommen. Aber vielleicht, das ist natürlich einfach meine Wahrnehmung mit den jungen Menschen. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz interessantes Thema mit diesen Normen, wie man zu sein hätte und dass man vielleicht da auch ein bisschen auch da authentischer sein kann, dass man sich ein bisschen mehr zeigt, wie man sich wirklich fühlt, dass das auch zur Norm gehören könnte, dass es einem Tag mal nicht so gut geht, dass man vielleicht nicht immer so perfekt aussieht, dass das eigentlich auch eine neue Norm werden könnte. Und vielleicht auch die Frage, was könnten wir alle auch dazu beitragen oder ist das gar nicht möglich? Ist das ein Phänomen, das sich verselbstständigt hat oder? Ich glaube, was du vorher gesagt hast über authentische Beziehungen, ist, glaube ich, das, was es da braucht. Mhm. Also, dass man spürt, man hat mit dem Gegenüber zu tun, wo eben auch nicht perfekt ist oder sagen wir einen das Rucksäckchen mitbringt. Sehr wohltuend, Und dann glaube ich schon, dass man dann selber auch ein bisschen mehr loslassen kann. Genau, und sich auch mal zeigen kann, ohne das Gefühl zu haben, man genügt nicht. Aber das ist natürlich gerade für junge Menschen wahrscheinlich viel schwieriger, weil gerade in dieser Adoleszenz. Genau, also das ist ja eine Phase, wo man es sich finden muss. Ja. Ne? Und wenn man gar nicht weiß, wer man eigentlich ist, wie soll man denn da authentisch sein? Ja. Also irgendwie schon, wie geht's mir jetzt gerade? Aber es ist ja schon eine Phase der Suche. Und was passt zu mir? Wer bin ich eigentlich? Mhm. Und dann ist natürlich Normen, die angeboten werden, etwas, wo man sich dran festhalten kann. Ja. Ne? Ja. Und man sich vielleicht dran festhält, obwohl das gar nicht zu einem passt. Mhm. Weil es einfach als cool gilt. Ja, das ist ganz spannend. Und also ich erlebe einfach das manchmal auch, dass wenn die Menschen sich jetzt nicht im therapeutischen Setting, aber einfach in der normalen Begegnung einfach so ein bisschen mehr öffnen, dass da auch ganz viel Entspannung reinkommt und dass da eine andere Ebene der Begegnung möglich ist.
Und, aber vielleicht können Sie uns ja, oder kannst du uns noch etwas erzählen über die Übertragung, Gegenübertragung, halt auch im therapeutischen Sinn, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist auch vielen Leuten nicht bewusst. Obwohl, ich habe jetzt gerade gedacht, oh, ich soll mache vielleicht eine Brücke zum Alltag. Das ja, doch okay, beides, das ist auch toll. Ja. Beides, also ja. Im therapeutischen Arbeiten. Therapeutin, Therapeuten ja genau mit diesen Phänomenen, ja, ne, dass ja. man wirklich sich immer wieder reflektieren muss, Moment mal, warum bin ich jetzt ärgerlich oder warum bin ich enttäuscht oder warum bin ich genervt ne, oder was für ein Gefühl gerade präsent ist, dass man sich dessen bewusst wird und dann versucht so, okay, wenn es mir jetzt so geht, was könnte das vielleicht über mein Gegenüber oder diese Beziehung aussagen, wenn ich jetzt in diese Rolle reinkomme. Und wie könnte das vielleicht mit der Geschichte von diesem speziellen Menschen, mit dem ich jetzt gerade spreche, zu tun haben? Ja. Das Gleiche haben wir natürlich im privaten Bereich, also eben Partner, Partnerin, warum nervt die einen vielleicht jetzt gerade so, ne, weil sie das vielleicht irgendwo jetzt wie halt Mama oder Papa ist. Ne, und warum wählt man immer den gleichen Partner oder Partnerin? Also vorprogrammiert, dass da irgendwann denn doch die Emotionen oder starke Emotionen dann hochschießen. Ja. Und das sind natürlich auch diese Übertragungen. Und tragisch wird es dann eben, wenn es eine Kollusion gibt, dass eben der eine Partner die übertragen, der andere eine ganz andere. Mhm. Und das tut sich gerade wirklich explosiv zusammenmischen. Ja. Ja. Also in dem Sinne haben wir mit diesem Phänomen natürlich in der Beziehung zu Hause, am Arbeitsplatz, das sind universale Phänomene. Ja. Und deswegen finde ich eigentlich, ist das gar nicht schlecht, wenn auch ein Laie, eine Laien weiß, dass es sowas gibt. Ja, super. Also, dass man sich dann wirklich überlegt, Mensch, der Chef, warum geht der mir jetzt so auf die Nerven zum Beispiel? Genau. Und dass man dann wirklich realisiert, ja, vielleicht tue ich dem jetzt mehr zuschreiben von meiner Geschichte, als ihm tatsächlich zukommt. Ah, das ist ganz, ganz toll, was du da jetzt sagst, weil ich glaube, das ist wirklich eine große Hilfe, nur das Bewusstsein darüber, nämlich auch das Wissen, wenn jemand mich wirklich ärgert, dass es mehr mit mir zu tun hat. Möglicherweise. Ja, meistens eigentlich. Und also es hat, natürlich kann im Außen jemand etwas tun, das ärgerlich ist, aber wenn ich ja keine Resonanz dazu habe, dann finde ich das vielleicht ärgerlich, aber ich gehe nicht so emotional mit, oder? Genau. Und das, was du vorher auch angedeutet hast, finde ich auch, glaube ich, auch für alle Menschen eine ganz wichtige Botschaft, nämlich, dass wenn wir, wie du erwähnt hast, bei deiner Schwester, wenn du in jemanden triffst und in dem etwas Positives, Liebevolles siehst, dass sich diese Person höchstwahrscheinlich auch so zeigen wird und dass wir ja das auch nützen könnten, um vielleicht schwierige Situationen am Arbeitsplatz oder ja auch in Beziehungen ein bisschen zu entspannen, indem dass wir mal mit einer ganzen anderen Annahme zum Beispiel ins Büro gehen würden. Also nicht denken, oh, jetzt kommt wieder mein mieser Chef, sondern irgendetwas Liebenswertes findet man ja eigentlich an jedem Menschen. Und wenn es vielleicht nur ein hübscher Ohrring ist oder so, dass man wie in diese andere Sichtweise reingeht und da wirklich auch vieles verändern kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja ein bisschen einem helfen könnte, wenn man in einer Situation ist und denkt, ja, ich muss einfach da arbeiten und das ist schwierig, oder? Ja, also das finde ich sehr spannend. Der Hinweis ja im Moment, damit schafft man ja auch ein Klima. Ja. Und wenn man ja. dann doch ein bisschen andere Erwartungen hat, dann wird es, wie du gesagt hast, dann kann man vielleicht wirklich entspannen. Ja. Das Gegenüber hat ja dann auch seine Geschichte. Ne? Mhm. Und wenn ich dann dementsprechend reagiere, dann haben wir dann wirklich den Konflikt verschärft. Ja. Ne? Ja. Also eben, eigentlich geht es darum, so schaffe ich es wieder, einfach mal zu mir zurückzukommen, jetzt im Arbeitsumfeld ein bisschen mehr Distanz innerlich zu schaffen, um überhaupt irgendwie wieder eine bestimmte Offenheit signalisieren zu können. Ne? Ja. Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema und einfach wirklich immer wieder so sich bewusst machen, wir haben viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu ändern, als wir, manchmal kommt man dann in eine Hilflosigkeit, wenn du in einer solchen Situation bist, dass man doch immer eine Möglichkeit hat, einfach mit unserer eigenen Art oder unserer eigenen
veränderten Wahrnehmung. Das ist ganz spannend, ja. Und wenn das möglich ist, wunderbar, aber es gibt, ich habe jetzt gerade gedacht, es gibt aber natürlich, wenn jetzt ein Mensch halt so viele Probleme mit sich trägt, dass er einfach nur seine Sichtweise sieht, manchmal hat man auch einfach keine Chance. Ja. Aber indem, dass wir das ein bisschen für uns verändern, können wir vielleicht für uns ein bisschen Emotionen rausnehmen, oder? Ja, ja. Und vielleicht dennoch entscheiden, ist wirklich Veränderung möglich? Oder ist es tatsächlich beim Gegenüber so eingefräst oder bei mir vielleicht selber auch, dass es einfach nicht geht? Ja. Also ich glaube, es ist eine Illusion, dass man alles verändern kann. Mhm. Die wird auch nicht funktionieren. Nein. Aber trotzdem hat man etwas zur Verfügung. Ja. Ja. Vielleicht können wir auch in diesem Zusammenhang, wir haben ja schon, du hast schon ein bisschen angetönt, wie das in der Therapie laufen könnte. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, für die ist das sehr schwierig zu entscheiden. Was gibt es da für Therapien? Wo kann ich mich hinwenden? Vielleicht möchtest du noch, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das habe ich leider bestellt, aber noch nicht bekommen, über den neuen Therapieansatz. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen etwas erzählen, was verschiedene Therapieformen gibt es jetzt auch für Menschen mit einer Traumatisierung? Das ist natürlich sehr, sehr breit. Mhm. Also von daher ist es eine recht schwierige Phase. Ne? Also ich denke, es kommt wirklich darauf an, auf was ein Mensch sehr gut anspricht und auch wie tief die Traumatisierungen sind. Also bei Menschen, die sehr frühe Traumatisierung erfahren, vielleicht wirklich in den ersten Lebensjahren, die sehr, sehr körpernah sind, glaube ich, da braucht es wirklich auch ein therapeutisches Vorgehen, wo der Körper sehr mit einbezogen wird. Super. Ja. Also zum Beispiel die Arbeit mit Tieren, wo wir eben drüber gesprochen hatten, ist da, glaube ich, wirklich was, wo hilft, langsam wieder ein bisschen zu sich zu kommen und überhaupt Beziehungen überhaupt mal zuzulassen oder wieder aufbauen zu können. Ja. Und bei Tieren ist das manchmal einfacher als mit Menschen. Ja, weniger gefährlich. Ja. Und es ist eben sehr körpernah. Ja. Und ich denke, gerade bei diesen sehr frühen Traumatisierungen ist das, wo wirklich sehr hilfreich ist. Ne? Generell ist heute die Tendenz leider im Traumabereich, dass man sehr technikorientiert vorgeht. Also dann hat man das und das Vorgehen und dann geht man so ein bisschen manuellmäßig vor und geht die Punkte durch und sagt, ja, dann haben wir das Trauma weitgehend integriert. Ne? Ich vertrete dann einen Ansatz, dass nämlich gerade bei der Arbeit mit Menschen mit schweren Traumatisierungen die Beziehung das Zentrale ist. Ah, das vielleicht ist, ähnlich wie jetzt mit den tiergestützten oder Vorgehen, wo man eben wirklich so erste Beziehungs- Ansätze nehmen, wunderbar, um ein bisschen was aufzubauen. Ja. Mir ist es ein Anliegen, eben wirklich dieses Beziehungsorientierte, also vor dem Technikorientierten zu propagieren. So toll. Es braucht sich ja beides. Ja. Also ich denke, das eine schließt nicht das andere aus. Aber ich denke, das müsste von beiden Seiten so gesehen werden. Ja. Dass die sehr Technik vorgehen, die Beziehung nicht ganz außen vor lassen. Ja. Und Therapeuten, die nur beziehungsorientiert arbeiten, nicht übersehen dürfen, dass es wirklich Phasen in der Traumaverarbeitung gibt, wo es ein Stück weit wie, wenn man sagen soll, Techniken braucht. Ja. Ja. Also zum Beispiel ganz am Anfang, wenn Traumata wirklich überhaupt noch nicht verarbeitet sind oder gerade akut sind, dann braucht es sogenannte Distanzierungstechniken. Ja. Das heißt, wie schaffen die Menschen, dass sie nicht ständig von ihren Gefühlen überrollt werden und von den Bildern? Ja. Wie können sie sich auch selber davon distanzieren? Mhm. Wie können sie selber Abstand nehmen, dass eben sie die Kontrolle über diese Zustände bekommen und nicht immer von diesen Zuständen kontrolliert werden? Und da gibt's, denke ich, wirklich gute Hinweise und Tipps, wie man damit umgehen kann. Ja. Also eben weg von den eigenen Gefühlen, ganz bewusst in den Kopf gehen und meinetwegen eine schreckliche oder schwierige Matheaufgabe rechnen, einfach von den Gefühlen weg zu sein. Ja. Das sind kleine Hinweise, die einem aber dann doch ein bisschen helfen. So kann ich wieder ein bisschen Distanz zu den viel zu heftigen Gefühlen bekommen. Ja. Aber ich finde, es sollte immer in einer tragenden Beziehung gehalten werden. So schön,
Also da sind wir uns einig. Ja, also das berührt mich wirklich, wirklich sehr, weil du bist so eine ausgewiesene Fachperson und hast das Empathische dazu. Das ist einfach wirklich, muss ich leider sagen, habe ich in vielen Jahren, in denen ich auch in der Psychiatrie gearbeitet habe, leider so oft sehr wenig erlebt, oder? Da war immer eine große Distanz- und Technikorientiertheit. Und also das meine ich auch nicht als ja, Vorwurf. Ja. Ich glaube, das ist einfach manchmal auch in der Fülle der Dinge und im Ablauf und im System. Aber deshalb berührt es mich umso mehr, dass du das so erwähnst und dass du das auch so in den Fokus stellst, weil ich glaube, darüber entsteht ganz viel Heilung und Veränderung. Und das, ja. Ja, in Kliniken ist natürlich immer Zeitdruck. Ja, was kann man in dieser kurzen Zeit hinbekommen, um die Menschen ein klein bisschen zu stabilisieren. Ja, ja. Und dann ist natürlich dadurch geht man eher so, gibt's konkrete Handlungsanweisungen, was man da machen kann. Ja. Ich denke, das hat auch mit dem Setting zu tun, nicht nur, aber auch. Ja, ne? Ja. Nein, und es ist auch sehr schwierig, eben wie gesagt, in dem übervollen Alltag, in den wirklich zum Teil schwierigen Strukturen, auch mit Personalmangel, dann wirklich in dieser Art und Weise zu arbeiten und selber dabei auch noch gesund zu bleiben, weil das ist ja auch noch ein großes Thema. Dass man dann sind wir wieder beim Thema Gegenübertragung. Ja, genau. Gesund bleiben, denke ich, dafür braucht es Reflexion und immer wieder aufmerksam werden, wie geht's mir eigentlich? Ja. Ne? Und nicht nur in diesen Funktionsmodus zu verharren, wo man sich mit der Zeit überhaupt nicht mehr spürt. Ne? Ja. Sondern ich glaube, es ist wirklich für die Psychohygiene ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder zu sich zurückkommt, sich spürt und auch reflektiert, welche Gefühle habe ich? Ja. Ne? Warum geht's mir vielleicht so? Ja. Ne? Ja. Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist, denke ich, finde ich, Arbeit mit der Gegenübertragung eigentlich die beste Prophylaxe, um gesund zu bleiben. Ja, das stimmt. Und das braucht Raum und Zeit. Und Genau. Und einfach auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch als Information, wenn man sich jetzt in der Psychotraumatologie in Winterthur meldet, muss man da überwiesen werden? Kann man sich da selber melden oder wie funktioniert das? Also ich bin nicht Leiterin Psychotraumatologie in Winterthur, sondern ich leite das Schweizer Institut für Psychotraumatologie. Mhm. Und das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, okay, danke für die Unterscheidung. Das SIBT, Schweizer Institut für Psychotraumatologie, wir machen nur Fortbildungen. Ah, okay. Also für alle Berufsgruppen, also für Therapeuten, Berater, auch für die Pädagogen. Ah, okay. Also alle Berufsgruppen, die Kontakt mit traumatisierten Menschen haben. Ah, okay, haben. Ja. Mhm. Und Psychotraumatologie in Winterthur, die Traumastation, es gibt auch ein Ambulatorium. Ja. Da kann man sich eben als betroffene Person, kann man sich dort melden. Ich weiß, dass sie relativ lange Wartelisten haben. Ja. Aber soviel ich weiß, machen sie auch sogenannte Vorkurse, wo auch über Psychoedukation berichtet wird, also was heißt das, welche Symptome hat man, wie kann man damit umgehen. Es ist so, dass gerade für traumatisierte Menschen viel zu wenig Plätze da sind. Ja. Und was für Winterthur zutrifft, trifft auch für andere Traumastationen zu, Lindenheit, Schlössli und Münsterlingen. Es sind einfach zu wenig Plätze. Ja. Man sollte aber auch vor allen Dingen oder auf eine Traumastation ist dann indiziert zu gehen, wenn man auch ein bisschen stabiler ist, um überhaupt sich diesen Erfahrungen stellen zu können und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Also es braucht häufig auch eben eine Vorphase und erst dann macht es Sinn, auch auf so eine Station einzutreten. Genau. Und einfach für Menschen, die sich jetzt eine Therapie wünschen, eine ambulante Therapie, gibt es da auch ein Verzeichnis gesamtschweizerisch oder muss man sich da einfach ein bisschen lokal orientieren oder wie geht das? Also ich denke, man muss sich lokal orientieren. Ja, ja. Ne? Also wir haben auf unserer Homepage Therapeutinnen-Therapeutenverzeichnis von Therapeuten, die bei uns abgeschlossen haben. Ja. Aber eben es sind viel zu wenig und es ist auch nicht schweizdeckend. Ja. Und da denke ich,
vielleicht von Namen, die auf dieser Liste stehen, dass man da jemand anschreibt. Mhm. Und wenn sie selber keinen Platz haben, sie jemand aus der Region wüssten. Ja. Also ich denke, man muss sich leider etwas durchfragen. Ja, nach wie vor eine leider, anspruchsvolle Situation. Ja. Umso toller, wenn Leute ausgebildet werden können auf so gute Weise. Ja, wir sind mit der Zeit schon am Ende. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ich kann es einfach nur noch einmal wiederholen. Es ist so eine Freude, jemanden wie dich zu interviewen mit so viel Empathie und Fachwissen. Und das ist so selten und das ist wirklich ganz, ganz berührend. Vielen herzlichen Dank, warst du heute bei uns zu Gast. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Schön waren Sie dabei und ich bin mir sicher, Sie konnten vieles aus diesem interessanten Gespräch heraushören. Auf Wiedersehen.